Einen wunderschönen guten Tag und damit, liebe Leute, erst einmal hi und herzlich willkommen zu einem neuen POV. Und ich bin mal wieder hier in meiner Heimatstadt in Bremen unterwegs. Und heute bin ich im Viertel, das liegt in der Innenstadtnähe. Und ich will sagen, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn du mal Bremen aufsuchen möchtest. Geh gerne mal auch ins Viertel, weil du findest hier sehr viele Facetten, sehr viele verschiedene Persönlichkeiten an Menschen. Und es ist ein interessanter Spot, um mal hier ein bisschen Zeit zu investieren, um das ein oder andere schöne Bild zu machen. Heute steht aber im Fokus das Thema, zusammen unterwegs zu sein. Und an der Stelle, Florian, danke für den Tag, danke für die schöne Tour. Es war mal wieder eine Riesenfreude. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert, den ich an der Stelle auch teilen möchte. Schließt euch zusammen, plant gemeinsame Touren, weil dieser Austausch, diese Energie, die dadurch zustande kommt, die ist einfach ganz viel wert für die Fotografie. Und ich möchte euch natürlich jetzt mitnehmen, so ein bisschen, wie ich es immer mache, ein, zwei Dinge zu den Bildern sagen, wieso, weshalb, warum und so weiter und so fort. Und wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, schreib sehr, sehr gerne einen Kommentar. Und wenn du da innegänge bist, dann lass natürlich auch gerne einen Daumen hoch für das Video da. Und wenn du noch nicht abonniert hast, ja, dann natürlich, sei herzlich willkommen, werde Abonnent, drück einfach den roten Knopf und dann kannst du immer dabei sein. So, wir wollen loslegen. Es geht an den ersten Spot. Im Viertel gibt es eine wesentliche Hauptstraße und noch so zwei, drei Seitenstraßen, wo man das ein oder andere interessante Motiv entdecken kann. Vom Wesentlichen ist das einfach so diese Gesamterscheinung, dieser Gesamtcharakter, Graffitis, alte Gebäude und so weiter, was natürlich diese Region auch so interessant macht. Wir gehen jetzt zurück in Richtung Innenstadt. Und das tun auch zwei junge Männer auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die ich dann vor einer Seitengasse fotografiere. Was ich sehr cool finde, ist eben so dieser Kontrast. Das heißt, im Vordergrund ist es ein bisschen heller, dann wird es ein bisschen dunkler und dann haben wir Häuser, die im Background sind, die dann entsprechend nochmal durch die Sonne angestrahlt werden. Ein Stückchen weiter runter steht ein junger Mann vor seinem Gebäude oder vor seinem Ladenlokal und ist einfach freundlich am Lächeln, weil er gerade eine Konversation mit jemandem hat. Und auch das ist so ein bisschen das Tägliche, was man festhalten kann. Ein sehr schönes Bild, eine schöne Situation und ja, durchaus ein Bild wert. Ja, wir gehen ein Stück weiter runter und dann kommt mir eine junge Frau entgegen. Und hier ist es so, dass sie einfach recht dicht vor der Kamera ist, ich auf den Hintergrund fokussiert habe und ich diesen Kontrast einfach sehr schön finde. Ne? Also der Hintergrund ist scharf, sie ist so ein bisschen in dieser, ja ich sag mal, Unschärfe, eine ganz, ganz minimale Bewegungsunschärfe. Und der Kontrast, also mit dem Gebäude, dass man da eben die schwarzen Werbebanner und so weiter dran hat und ja, dieser Mix, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ein Stückchen weiter runter auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben wir jetzt ein Gebäude, was eine ganz interessante Farbgebung hat. Da kommen auch zwei junge Männer, direkt rübergehalten, festgehalten, auch mit dem Lenker im Vordergrund und so weiter, finde ich das Szenario ganz schön. Und auch das Gebäude wird gleich nochmal Thema sein, aber vorab sitzt ein Pärchen hier am Straßenrand im Café, genießt so ein bisschen die Zeit. Das will ich nochmal eben festhalten, wo dann direkt im nächsten Moment noch ein Radfahrer durchs Bild rauscht und hier finde ich auch die Farbkombination halt ganz cool, ne? Rote Jacke, so ein bisschen mit den Farben im Hintergrund und so weiter. Auch solche Situationen finde ich halt ganz, ganz schön. Naja, und jetzt geht es um dieses Gebäude, denn hier halte ich mich eine Sekunde länger auf. Ja, man sieht dann eben auch, dass die einen oder anderen eben entsprechend mal vor die Kamera so laufen, wo es nicht so gut ist, aber so wie jetzt, dann kommt eine junge Frau, die genau in dieses Muster läuft. Und ich finde hier einfach genau diese Muster, diese Linien, diese Farbgebung und so weiter super interessant, super cool. Mit dieser Puppe, die das rote Kleid anhat und so weiter, ergibt sich dann so das ein oder andere Bild, wo ich am Ende sage, damit bin ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr happy. Ein Stückchen weiter runter, immer noch in Richtung Wallanlagen unterwegs, rauscht auf mal ein Porsche an, kurz rübergeschwenkt, einfach einen kleinen Mitzieher gemacht. Ist jetzt kein krasses Bild, aber ist so ein Nice-to-have-Bild und mit den roten Schirmen und so weiter finde ich das schon ganz cool. Ja, und hier sind zwei alte Gebäude mit so Säulen und so ein bisschen, ja, ich sag mal so prunkvoll aufgebaut. Und ja, hier ergibt sich jetzt dann entsprechend auf die gegenüberliegende Straßenseite die Situation, dass dort eben jemand sitzt und wartet. Auch nochmal jemand so vor die Säulen läuft und ja, hier mache ich so das eine oder andere Bild und was ich eben ganz cool finde, ist, dass man diese Säulen als, ja, als Liniensituation mit nutzen kann und weil es eben auch nicht unbedingt jeden Tag an jedem Ort solche Gebäude gibt. Ja, und dann gehe ich auch auf dem gegenüberliegenden, also auf meiner Seite Gebäude mit diesen Säulen, eben hinter diese Säulen, um die zu nutzen. Und man sieht eben auch hier, junger Mann, der das auch gut findet, zeigt einen Daumen hoch, findet das super, dass ich da Fotos mache. Sieht man auch, ist nicht immer so ein Drama, wenn man dabei gesehen wird.
Und hier nehme ich mir einfach auch nochmal eben eine Minute Zeit, was ich dir an der Stelle auch empfehlen will. Wenn du so eine Situation hast, dann gönn dir gerne einfach mal den ein oder anderen Moment länger, weil sich so das ein oder andere ergibt. Auch alleine schon durch die Lichtsituation, weil sich mal ein bisschen was verändert, weil eben noch Sonne war, im nächsten Moment vielleicht mal eine Wolke davor und dann hast du vielleicht eine andere Kontrastsituation und so weiter, dass man sich einfach ein bisschen mehr Zeit gönnt, um mal zu gucken, was man da eben an Bildern und so weiter rausbekommt. Und gerade sowas, weil es nicht so alltäglich ist, finde ich halt schon ziemlich cool. Also es hat mir hier echt viel Spaß gemacht und ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Wir sind jetzt hier an den Ausläufern der Wallanlagen, also hier sind halt viele Bäume und eine schöne Situation mit der Laterne und so weiter und dass eben hier der junge Mann entsprechend von A nach B geht. Klassische Standardsituation, nichts Weltbewegendes, aber eben durch die Lichtsituation, durch die Baumsituation halt sehr, sehr schön. Ja, und im nächsten Step sind wir dann schon in den Wallanlagen und hier sitzt eine junge Dame auf der Parkbank und auch das ist einfach so ein klassisches Tagesszenario. Baum davor, ein bisschen Tiefe ins Bild reinbekommen. Auch, muss man ganz klar sagen, kein Riesenknallerbild in dem Sinne, aber so ein nice to have, es ist eben das, was Menschen tun. Und ich finde, das ist eben das, worum es mir geht, wenn ich hier unterwegs bin. Ja, jetzt sind wir hier in einem Tunnelbereich, wo man eben ja die Hauptstraße sozusagen unterqueren kann. Und auch hier ergibt sich die Situation, dass glücklicherweise nicht ganz so viel los ist, weil ich es eben schön finde, wenn man so ein bisschen mit den Lichtern spielen kann und ja dort Leute von A nach B fahren. Eine ganz coole Geschichte so mit den Graffitis und so weiter. Aber ich habe hier extra ein bisschen unterbelichtet, weil ich den Fokus auf die Helligkeit am Tunnelende gelegt habe. Und ich finde es ganz cool, wenn es eben so dunkel ist und ja man in das Helle sozusagen rein fotografiert. So wie hier im letzten Bild, wo dann eben der junge Mann schon draußen einfach nur am Tunnel vorbeigeht. Raus aus dem Tunnel sind wir jetzt direkt am Osterdeich, direkt an der Weser und werden jetzt Richtung Viertel zurückgehen in Richtung Weserstadion und hier wetzt ein Hund von A nach B und das schreit direkt nach einem Mitzieher. Und wir werden jetzt hier so ein bisschen das festhalten, was Menschen eben bei gutem Wetter machen, ein bisschen entspannen, ein bisschen auf der Wiese liegen und dokumentarisch gehört das für mich halt auch dazu, ne? Weil es ist eben das, was Menschen machen. So wie jetzt mit dem Kunstwerk da im Hintergrund und die Leute liegen so ein bisschen, auch das gehört für mich absolut mit dazu, auch wenn das nicht unbedingt immer die übelsten Knallerbilder sind, aber dokumentarisch durchaus wertvoll. Ein Stückchen weiter runter ist das Turmhotel Weserblick. Das ist in Rot gestrichen, wo dann eben ein junger Mann die Straße wechselt und auch das halte ich einfach mal gerne fest, weil so mit der Farbgebung vom Gebäude und so, ja, ist das durchaus ein Bild wert. Ja, und weiter geht's, immer noch eben an der Weser. Auf der Weser wird auch gerne mal gesegelt und auch da, wenn das dann eine Situation ist, unten mit den Radfahrern und so weiter, dann kann man auch da sicherlich mal das ein oder andere Bild machen. Ist dann vielleicht nicht mehr Street-Fotografie, ist mehr so Water-Fotografie, aber warum nicht? Auch das schadet definitiv nicht. Und damit sind wir schon wieder zurück im Viertel angekommen. Und das ist einer dieser Seitenstraßen, wo man so das ein oder andere Interessante gestalten kann. Auch hier die junge Frau, ne, steht da, telefoniert, wartet an so einem Dönerladen und so weiter. Auch eben so ein bisschen das tägliche Treiben der Menschen. Wir sind zurück im Viertel auf der Hauptstraße und hier heißt es Augen und Ohren einfach nur offen halten und gucken, was sich ergibt. So wie jetzt, junger Mann sitzt im Dönerladen, guckt aufs Handy und hier finde ich die Farbgebung interessant. Rote Stühle und ein so ein grüner Stuhl als Spot da drinne plus eben einfach ein leichter Kontrast im Hintergrund. Sehr, sehr cool, freut mich sehr das Bild. Und im nächsten Moment sind wir dann schon am Ziegenmarkt und hier warte ich einfach nur, dass dort Menschen, in dem Fall jetzt zwei junge Damen, vor dieser Ziege langlaufen und dann in dem richtigen Moment abdrücken, wo die beiden Köpfe jeweils so ganz knapp voreinander sind. Auch einfach cool, ne? So mit dem Hintergrund, mit der Apotheke und dieser leichten Farbgebung als Ergänzung finde ich das schon sehr, sehr schön. Hier haben wir jetzt die Situation, wir verharren kurz an einem Ort und dort kommt ein Fahrradfahrer auf der Straße gefahren und hier den Hintergrund fokussiert, der ist scharf und ein bisschen Bewegungsunschärfe vom Radfahrer. Finde ich immer eine ganz coole Geschichte, dass man eben sieht, da ist auch was in Bewegung. Ja, und dann haben wir den Punkt, wo ein Ladengeschäft ist, was eben sehr, sehr grau gehalten ist. Auch hier junger Mann in der Situation über die Straße gehen, dreht sich in dem Moment um. Eine sehr simple Sache, aber auch nice to have.
Wir haben jetzt einfach eine Kehrtwende gemacht und gehen jetzt auf der Hauptstraße zurück in Richtung Kern des Viertels. Und hier ergibt sich so eine To-Go-Situation, weil auf der rechten Straßenseite eine junge Frau rübergeht und ich nur die Kamera kurz rüberschwenke, einfach ein Bild machen und dementsprechend auch hier mit den Kontrasten, sie recht hell im Hintergrund, dunkel und so weiter, bin ich sehr, sehr zufrieden. Einfach nice to have, einfach mitgenommen und ein bisschen Freude dran haben. Ja, und im nächsten Moment ergibt sich jetzt einfach eine sonnige Situation, weil wieder entsprechend Wolken weg. Und hier sieht man auch ein Stück weit das Thema, ja, dieser Facettenreichtum, ne? Dass hier vieles an verschiedenen Menschen eben agiert und ich weiß nicht, ob das Punks sind oder so, ich kann das nicht zuordnen, will das gar nicht behaupten, aber einfach eine schöne Situation und einfach eine coole Sache, andere Klamotten und so weiter und ich finde, das ist dann einfach auch so genau dieser Charme, was so eine Region mit sich bringt. Und im nächsten Moment, ein Stückchen weiter runter, sitzt jemand auf seiner Harley, auch hier mitten in dieser sonnigen Situation. Einfach so ein, ja, so ein Rocker, so ein Typ, weißt du, was du auch nicht an jeder Ecke siehst und sowas. Und auch das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, ja, das nimmst du halt ganz gerne mit und ist einfach ein cooles Szenario. Ein Stückchen weiter runter, immer noch sehr sonnig, immer noch gegen das Licht, ergibt sich die Situation, dass diesmal ein etwas älterer Herr dort an einem Schaufenster steht und in ein Restaurant reinstarrt, was er etwas länger macht. Also bringe ich mich in Position, ein, zwei Aufnahmen gemacht, schöne Kontrastsituation, bin ich auch sehr mit zufrieden. Und hier an der Kreuzung, an der Silwal-Kreuzung ergeben sich noch die ein oder anderen Aufnahmen, wo auch einfach der Hintergrund entscheidend ist. Ne? Durch die ganzen Graffitis etc. und diese ganzen bunten Plakate und sowas ist das einfach eine etwas andere Situation. Das war's mit diesem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da, lasst auch gerne einen Daumen hoch da und natürlich auch gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao.